begrüße euch in der Garage Burkert. Mein Name ist Roman Burkert und ich arbeite als Automobilmechatroniker in der Werkstatt. Ich zeige euch heute, wie man den Reifendruck prüfen und ergänzen. Von Sommer auf Winter verändern sich die Temperaturen verändern und durch das verändert sich auch der Druck im Reifen. Die Luft tut sich abhalten und zieht sich zusammen und durch das sinkt der Reifendruck. Damit man den perfekten Reifendruck hat, muss man die Dimension auf dem Reifen ablesen. Hier haben wir jetzt 285, 45, 21. Und das können wir im Türrahmen bei der Fahrerseite auf der Tabelle nachschauen, damit der perfekte Druck stimmt. Im Türrahmen auf der Fahrerseite können wir das nachschauen. Dann haben wir hier unsere Dimension vom Reifen. Dann müssen wir vorne 2,2 und hinten 2,4 pumpen und somit haben wir den perfekten Reifendruck, dass der Reifen perfekt auf der Strasse anpasst. Damit wir jetzt den richtigen Reifendruck wissen, nehmen wir zuerst das Teil wegnehmen. Und dann drücken wir es mal mit dem festen Draht drücken und dann können wir den Reifendruck ablesen und somit können wir ergänzen oder ablassen. Und wichtig ist, was man das an allen vier Rad macht.